Nicht mehr lange, dann beginnt die Weltcup-Saison für die Skispringer des DSV. Höchste Zeit also, das Training vom Fitnessraum auf die Schanze zu verlegen. Zusammen mit Springern aus Russland nutzt der A-Kader der Deutschen die Skisprunganlage in Oberstdorf. Seit gestern bereiten sich die Athleten hier auf die neue Saison vor. Die soll besser werden als die vorherige. Letztes Jahr war unsere Saison ja gekennzeichnet von Highlights, die wirklich okay waren, aber auch von wirklich frustrierenden Niederlagen, die zehren dann. Also es war eine Berg- und Talfahrt. Es ist das Ziel, deutlich konstanter zu werden, aber natürlich mit Highlights. Wir wollen also nicht im Mittelmaß versinken. Wir sind ein bisschen im Moment da hier dabei, aber es fehlt dem einen oder anderen Sportler noch der Sprung ganz an die Spitze, dass wir wirklich wieder Highlights schaffen können. Speziell bei der Tournee wollen wir uns besser präsentieren. Aber die Vier-Schanzentournee, aber gleichzeitig eben konstanter werden. Dass die DSV-Adler dafür auch immer wieder nach Oberstdorf kommen und mit über 90 km pro Stunde in die Tiefe springen, hat natürlich einen guten Grund. Die wollen natürlich schon wieder einen Schritt voraus sein und bereiten sich jetzt schon vor auf die Vier-Schanzentournee, die ja am 28. 29. Dezember starten wird. Und da ist man natürlich beim Training auch bedacht, auf den Schanzen zu trainieren und sich vorzubereiten, wo dann auch die wichtigen Wettkämpfe im Winter stattfinden. Im Winter liegt hier in der Erdinger Arena natürlich Schnee. Da springt es sich authentischer. Aber auch von Frühling bis Herbst wird die Anlage genutzt. Rund 25.000 Trainingssprünge verzeichnet die Arena in diesen Monaten. Die Anlage ist extra entsprechend gebaut und vorbereitet worden. Wir haben also alle Schanzen mit Matten belegt, die werden bewässert. Und auf den Schanzen selbst sind Keramikspuren, die ebenfalls bewässert werden. Und somit kann man wie im Winter trainieren, natürlich bei Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Gut 2 Stunden dauert das Training der Skispringer an diesem Vormittag. Die Zeit reicht für 7 bis 9 Sprünge pro Sportler. Bundestrainer Schuster beobachtet seine Athleten ganz genau und gibt ihnen per Funk sofort ein Feedback. Insgesamt ist er mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Körperlich ist sie topfit, da haben wir ein ganz gutes Athletikkonzept, das ziehen wir durch, da sind wir auf einem guten Weg. Springerisch gibt es positive Aspekte, Severin Freund hat sich hervorragend entwickelt, ist im Moment Sommer Grand Prix 9. und ist weiterhin in guter Form, die er dann auch hoffentlich unter Beweis stellt in 2 Wochen bei den Sommer Grand Prix Wettkämpfen. Und Michael Neumann ist auch ganz gut in Form, Michi Uhrmann, der jetzt im Moment nicht hier ist, der ist auch ganz gut in Form. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Zeit, aber auch noch Bedarf hier, die einzelnen Leute weiterzuentwickeln. Auch morgen trainiert der DSV-Kader in Oberstdorf. Die Trainingszeiten sind vormittags von 9 bis 10:30 Uhr und nachmittags von 15:30 Uhr bis 17 Uhr. Besucher willkommen. Und wer Glück hat, kann sogar das eine oder andere Autogramm seines Favoriten ergattern.